Ich stelle euch das Buch Lotte Leben alles voller Kaninchen vor. Autor Elise Pantermüller. Titel Lotte Leben alles voller Kaninchen. Erscheinungsjahr 2012. Verlag Arena. ISBN Nummer ist zu lang, lese ich euch nicht vor. Preis 7,99 €. Kapitel und Seitenzahl. Es gibt 184 Seiten und kein Kapitel. Altersempfehlung ab 9. Ort? Günter Kraus Gesamtschule. Person: Friederike von Bödecker, Kasmir von Bödecker, Hannibal. Frau Polly und Frau Seckbricht, Jakob und Simon Petermann, Frau Kackert, Cheyenne Wabrek, Chanel Wabrek, Sabine Petermann, Rainer Petermann und Lotta Petermann. Inhalt: Lotta ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, nur komisch, dass ihr diese Missgeschicke passieren. Als Lottas Mutter ihr eine indische Blockflöte geschenkt hat, passieren ihr komische Dinge. Wie zum Beispiel sollte Lotta was vor der ganzen Klasse vorspielen. Als sie fertig war, erscheinen peinliche Sätze an der Tafel. Lotta wünscht sich so gerne ein Haustier. Sie hat Herstes, eine Schildkröte, aber sie findet ihn langweilig. Cheyenne hat 100 Kaninchen und sie sollten sie verkaufen. Erstmal haben sie sich für 10 entschieden, dann für 5. Dann für 3, dann kam ein alter Mann und sagte Tierquälerei. Und dann platzte der Karton, alle Kaninchen rannten weg. Lotta konnte noch eins retten, weil es fast überfahren wurde. Meine Meinung, das Buch ist sehr lustig und wenn man mal einen schlechten Tag hatte, hilft das Buch. Wenn man einmal anfängt, kann man nie aufhören. Bewertung, Spannung 5 Sterne, Text 4 Sterne. Gesamt 5 Sterne. Idee? 5 Sterne. Ich habe Text 4 Sterne gemacht, weil da sind Wörter, die nicht erklärt wurden. Ich lese euch noch ein paar Seiten vor. Juhu! Heute bin ich in die 5. gekommen. Ab jetzt gehe ich nämlich nicht mehr zur Grundschule, sondern in die Günter Kraus Gesamtschule. Darauf habe ich mich schon die ganzen Sommerferien gefreut. Ich war vorher total aufgeregt und habe mein Lieblingskleid angezogen. Das, was an den Armen so einen krisseligen Stoff hat. Wie diese Fliegenvorhänge vom Fenster, bloß in schön natürlich. Mama ist mit mir zur Schule gefahren, weil nämlich erstmal eine Aula war. Papa konnte nicht mitkommen. Er ist ja selber Lehrer und musste in seine Schule. Erst hat die Schulleiterin lange geredet und dann hat das Schulorchester Musik gemacht. Ich glaube, das Stück hieß eine kleine Schlafmusik oder so. Dann wurden wir auf unseren Klassen aufgeteilt. Ich bin in die 5B gekommen, in dieselbe Klasse wie Cheyenne. Zum Glück. Cheyenne ist meine allerbeste Freundin seit dem Kindergarten. Und zwar, weil, erstens, wir mögen dieselbe Spiele. Zum Beispiel Beerdigung. Dafür nehmen wir immer Cheyennes Schwester. Chanel und buddeln sie in eine Sandkiste ein. Zweitens, wir finden das Gleiche komisch. Zum Beispiel, wenn bei Cheyenne ganz oben im Haus ein Fernseher aus dem Fenster geschmissen wird. Drittens, Cheyenne ist total mutig und sagt immer so freche Sachen. Das übe ich noch. Viertens, wir mögen gern das Gleiche essen, nämlich am liebsten Knäckerbrot mit Erdnussbutter und Chips. Obwohl, eigentlich mag Cheyenne alles gerne essen. Fünftens, Cheyenne kann total gut Geheimnisse für sich behalten. Zum Beispiel, wer den Regenwurm unter die Salamischerebe von Frau Bostedt pausenbrot gelegt hat. Aber was gibt sie mir auch eine 4 für mein totales Bild in Kunst? Sechstens, wir lieben Tiere. So sieht das Plakat aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt noch gesund.